Einen wunderschönen dritten Advent euch. Ich möchte euch heute nochmal eine kurze Einführung geben in die Seelenzahlen. Ausführliches findet ihr wie immer natürlich in meinem Buch Seelenzahlen. Also hier geht es um die Zahlen. Ansonsten ist ja mein Hauptwerk, ihr wisst das, der Mond und der kosmische Köder der Schöpfung, wobei das natürlich auch um Schwingung und Zahl geht. Aber die Seelenzahlen beschreiben dir deine Seelenzahlen ganz spezifisch. Ich möchte euch erzählen über den Zehnerzyklus, wie ihr ganz einfach eine kleine Einführung in diese Zahlen haben könnt. Und zwar seht euch einfach mal diese Zahlen an. Alleine von der Optik erzählen sie euch schon ganz viel. Wir haben hier die 1, das ist das Initiieren. Und wir haben vor allem auch immer eine bestimmte Ordnung, eine bestimmte kosmische Ordnung auch für die Zahlen. Und diese Ordnung, wer die einmal versteht, der versteht das Leben. Es geht immer bei allem, überall in der Natur und auch in deiner Seele um diesen Fünferzyklus in Wahrheit. Initiieren, keimen, Reife, Begrenzung und aufbrechen neue Wege und Bewusstsein. Dasselbe geht dann hier nochmal von vorne los, aber auf einer höheren ist der Geist, der aus der, also aus dem Geist, die Seele, der aus dem Geist in die Materie schrieb. Der Tanz. Seht ihr diesen Tanz?